Im ersten Video zum Zwischen einer Meer habe ich dargestellt, dass der Grundstein für das heutige Problem schon lange vor unserer Zeit, nämlich im Mittelalter, gelegt worden ist. Heute geht es nun darum, wo der Phosphor herkommt und wie er in den See gelangt. Moin zusammen, Frank Arntjen mein Name, Sprecher der SPD-Fraktion für den Bereich Planung, Energie und Umwelt. Ohne Phosphor funktioniert kein einziger Organismus, keine einzige Zelle. Ohne Phosphor gäbe es kein Leben auf der Erde. Jedoch gilt, wie so häufig, die Dosis macht das Gift. Und wenn ein Gewässer zu viele Nährstoffe bekommt, dann wird es problematisch. Wir sehen hier das ca. 95 Quadratkilometer große Einzugsgebiet des Zwischenahner Meeres. Für die Ermittlung der Nährstoff, insbesondere der Phosphoreinträge, wurde 2018 eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung des Zwischenahner Meeres erstellt. Die nun zu sehende Karte zeigt die Böden im Einzugsgebiet. Und wie bereits im ersten Video erläutert, sind insbesondere die Hochmoorböden von besonderer Bedeutung. Weiterhin spielt natürlich die Nutzung der Böden eine entscheidende Rolle. So sind beispielsweise Ackerflächen im Bereich der Hochmoorböden sehr kritisch und gehen entsprechend in die Berechnung ein. Im Ergebnis setzen sich die Nährstoffeinträge folgendermaßen zusammen. Aus den urbanen Flächen gelangen ca. 1,9 Tonnen Phosphor pro Jahr in den See. Aus den intensiv genutzten Hochmoorböden ca. 3,1 Tonnen und bei den intensiv genutzten Böden sind es ca. 3,6 Tonnen pro Jahr. Interessant ist nun im Vergleich dazu die Größe dieser Gebiete, denn hier fällt eines auf. Obwohl der Phosphoreintrag aus den intensiv genutzten Böden ca. genauso groß ist wie aus den intensiv genutzten Hochmoorböden, ist die Fläche ca. 6-mal so groß. Dies ist eine wichtige Erkenntnis zu der Frage, wo und mit welchen Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden kann. Aber zurück zum Phosphor. Dieser gelangt aus den eben aufgezählten Flächen über Gräben, Bäche und Beken in den See. Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar. Mit 46% wird fast die Hälfte des Phosphors durch die Otterbeke in den See transportiert, ca. 24% durch die Halfstädter Beke, ca. 14% durch den Auebach und ungefähr 15% kommen aus dem Randeinzugsgebiet. Jetzt haben wir erfahren, aus welchen Bereichen im Einzugsgebiet aktuell der Phosphor kommt. Früher gab es noch zwei weitere Quellen, die aber schon damals vor dem Hintergrund der Gewässerqualität des Sees eliminiert worden sind. So liest man auf der Internetseite der Gemeinde Bad Zwischenahn: In den Jahren 1971 bis 1974 wurde ein Ringkanal für Abwasser um das Zwischenahner Meer gebaut. Grund war, eine hygienisch ausreichende Beschaffenheit des Wassers des Zwischenahner Meeres zu gewährleisten und sicherzustellen. Das heißt eindeutig, dass man sich schon zu Beginn der 70er Jahre mit dem Problem der Nährstoffüberfrachtung des Sees auseinandergesetzt hat. Weiterhin wurde Ende der 90er Jahre das Abwasser des Wiefelstädter Klärwerks nach Rahlstede umgeleitet, sodass dies nicht mehr ins Zwischenahner Meer gelangen kann. Das Problem besteht aber bekanntermaßen weiterhin. Und welche Konsequenzen und Auswirkungen das hat und warum es sogar zum Fischsterben in Edewecht kommen kann, darum geht es im nächsten Video.